Krisensommer geht zu Ende. Die Tschechoslowakei ist in das sowjetische Lager zurückgezwungen worden und Bonn steht unter starkem Druck aus Moskau. Das sind Anlässe genug, um die Bilanzen kennenzulernen, die die führenden Bonner Politiker ziehen, und ihre Gedanken zu hören über den Fortgang einer möglichen Bonner Außenpolitik. Einer jener Bonner Politiker, der am stärksten ein Gesamtkonzept für Europa entwickelt hat, wie immer man dazu stehen mag, ist Franz Josef Strauß, Vorsitzender der CSU und derzeit Bundesfinanzminister. Dies ist keine Diskussionssendung, dies ist eine Sendung, um Meinungen kennenzulernen. Sehen Sie zu Protokoll Franz Josef Strauß. Herr Minister Strauß, Moskau hat Prag auf seine Generallinie zurückgezwungen und Moskau hat durch seinen Bonner Botschafter der Bundesregierung unmissverständlich erklären lassen, dass jede Bonner Ostpolitik, die an den bestehenden europäischen Verhältnissen etwas ändern könnte, zu unterbleiben habe. Bleibt danach der Bundesregierung am Ende dieses Krisensommers 1968 noch irgendein Spielraum für eine Ostpolitik? So ernst wie mit Recht die Ereignisse in der Tschechoslowakei und in anderen Bereichen des Warschauer Paktes zu nehmen haben, so sehr möchte ich, ohne mir die geringste Illusion zu erlauben, behaupten, dass die langfristigen Zielsetzungen und Richtlinien dieser Politik richtig sind, nämlich nach wie vor eine Politik der aktiven Friedensbereitschaft gegenüber Moskau zu zeigen. Eine Politik der guten Nachbarschaft zu unseren mittelbaren und unmittelbaren geografischen Nachbarn glaubhaft zu praktizieren. Wenn Moskau das nicht will, dann wird für jedermann in der Welt, ob er seine Meinung frei sagen kann oder nicht, umso klarer, an wem es liegt, wenn Spannung in diesem edlen Kontinent herrscht. Sie selbst haben, Herr Strauß, die Überwindung des Status quo in Europa, also die Veränderung der bestehenden Verhältnisse, in vielen Äußerungen als oberstes außenpolitisches Ziel erklärt. Wie weit haben Moskaus Vorgehen gegen Prag und seine Drohung gegen Bonn Ihre gesamteuropäische Konzeption zur Illusion werden lassen? Ich bin beinahe versucht, unbescheiden zu sagen, überhaupt nicht. Ich brauche meine Meinung nach dem brutalen Eingreifen Moskaus und anderer Warschauer Paktstaaten nicht zu ändern. Wir werden im Verlauf dieses Interviews noch auf Ihren Entwurf für Europa, wie Sie das einmal genannt haben, zu sprechen kommen. Lassen Sie mich zunächst Ihre Bilanz dieses Sommers hören. Was war nach Ihrer Beurteilung der entscheidende, der ausschlaggebende Punkt für die Sowjetunion, mit Truppen gegen die Tschechoslowakei vorzugehen? Man kann wohl das Vorgehen nicht auf ein einziges klares Motiv zurückführen. Es scheint auch so zu sein, nach allen mehr oder minder zuverlässigen Informationen, die wir haben, dass es auch in der Führung des Kreml ein Für und Wider gegeben hat, dass es ein Ringen gegeben hat. Falken und Tauben. Falken und Tauben, eingreifen, nicht eingreifen. Ich glaube, es war einmal die durch dieses Eingreifen vor der ganzen Welt zum Ausdruck gebrachte Klarheit, dass es keine Symbiose zwischen Kommunismus, Moskauer Prägung und Freiheit gibt. Das heißt, dass jeder Versuch, echte Freiheit einzuführen, wie ihn die Prager Reformkommunisten unternommen haben, zu einem Zustand führt, den Moskau jedenfalls jetzt und in absehbarer Zukunft noch nicht will. Das zweite Motiv scheint mir darin zu liegen, dass die Machthaber im Kreml auch Besorgnis haben, die tschechische Entwicklung könnte sowohl in dem sowjetisch beherrschten Teil Deutschlands und zum Schluss vielleicht sogar im eigenen Lande Raum gewinnen. Das dritte Motiv scheint mir darin zu bestehen, dass man
die eigenen Bundesgenossen sozusagen um jeden Preis, ohne Rücksicht auf Verluste, redisziplinieren wollte, um die Moskauer Führungsrolle in diesem Bereich, die sogar den Segen Amerikas hat, wenn auch nicht ganz freiwillig, aber immerhin hat, wiederherzustellen. Wird es Moskau fertigbringen? Und ein viertes Motiv, das manche vielleicht nicht gerne hören. Moskau hat jedenfalls nach dem geostrategischen Grundsatz gehandelt, dass Böhmen der Schlüssel zu Europa ist. So von Bismarck sinngemäß ausgedrückt, von Hitler begriffen und von Moskau praktiziert. Das heißt, unbeschadet, was die Verluste für Moskau in diesem Spiel der Ereignisse ist, sie haben jedenfalls die militärstrategische Ausgangsposition, um je nach Lage die Entscheidungen treffen zu können, die militärisch schnellstens durchgeführt werden, wenn die Zeit dafür reif oder geeignet erscheint. Das heißt nicht, dass diese Stunde kommt. Das heißt aber, dass sie die Ausgangsposition haben, um eventuelle Entschlüsse zu einer ihnen geeignet erscheinenden Stunde raschestens durchführen zu können. Wird es Moskau fertigbringen, sein Bündnissystem, den Warschauer Pakt, nun wieder für geraume Zeit zu konsolidieren? Diese Frage möchte ich mit Ja beantworten, wenn Sie sagen, für geraume Zeit. Dass der Warschauer Pakt innerlich an Vertrauenszusammenhalt verloren hat, ist sicher. Dass er aber unter brutalem Druck angesichts der Unfähigkeit der übrigen Welt, hier etwas zu unternehmen, zwangsweise rediszipliniert worden ist, siehe auch das Einlenken Rumäniens, siehe die Pflichtübung der Jugoslawen gegenüber der Bundesrepublik. Das war der billigste Preis sozusagen. Ein heftiger Angriff gegen die Bundesrepublik als Beweis dafür, wie sehr man in der Gesamtlinie wieder mitwirke. Ist Europa in die Situation des späten 40er und frühen 50er Jahre zurückgeworfen worden? Oder unterscheidet sich die derzeitige Lage nach wie vor von der damaligen Form des Kalten Krieges? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Ich gehe im Allgemeinen von der Überlegung aus, dass ein Jahrzehnt, das sind jetzt zwei Jahrzehnte, heute schwerer wiegen, im geschichtlichen Ablauf mehr bedeuten als früher Jahrhunderte. Sie mögen mich für etwas fantasiebegabt halten, wenn ich sage, dass zum Beispiel die gesamte naturwissenschaftlich-technische Entwicklung der Menschheit von ihren primitivsten Anfängen bis zur Industriegesellschaft etwa zweites Jahrzehnt dieses Jahrhunderts nicht mehr an Fortschritt gebracht hat als die 50 Jahre dazwischen. Das heißt, wir befinden uns in einem Beschleunigungsprozess der Geschichte. Darum ist trotz scheinbarer Gleichheit wahrscheinlich ein Vergleich dieser Art nicht möglich. Worin liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt sicherlich einmal darin, dass der rapide wissenschaftliche Fortschritt, eine entsprechende technische Entwicklung und ihre kurzfristige Umsetzung in industrielle Ergebnisse einen zwingenden Einfluss auf die Gesellschaftsform ausübt, gleichgültig, was die Herrschaftsform ist. Das heißt, auch im kommunistisch beherrschten Bereich kann man an gewissen Sacherkenntnissen und ihrem Zwang nicht vorbeigehen. Das war vielleicht auch einer der Gründe für die Entwicklung in der Tschechoslowakei. Es war bezeichnend, dass der wirtschaftliche Fortschritt in einem der bestindustrialisierten Länder des Ostblocks geringer war als in den weniger entwickelten Ländern. Rumänien, Bulgarien, die vor der Industrialisierung standen, haben gewaltige Zuwachsraten, jedenfalls über eine Periode von 10 Jahren hinweg gehabt. Die Tschechoslowakei eine so minime Zuwachsrate, dass auch ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu diesem inneren Druck, Änderung der bestehenden Verhältnisse und so weiter beigetragen haben. Das heißt, dass ob parlamentarische Demokratie oder kommunistische Diktatur, die Technik und ihr Zwang Wirkungen hervorrufen, an denen die politischen Machthaber nicht achtlos vorbeigehen können. Das gilt sogar wahrscheinlich für
die Situation innerhalb der Sowjetunion. Gibt es also auch Nachbarn? Und etwas Weiteres darf ich natürlich sagen, woran man nicht vorbeigehen kann, wenn man die Dinge jetzt im machtpolitischen Zusammenhang sieht. Horrible Diktu, ich weiß es. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre hatte die Sowjetunion so gut wie überhaupt kein Atomwaffenpotenzial. Damals waren die Amerikaner wissenschaftlich, technisch, industriell, militärisch in einer Führungsrolle, in der Gottlob die Sowjetunion nie war. Die Amerikaner hatten damals die absolute Überlegenheit einer technischen Superwaffe. Die Sowjets hatten damals mehr oder minder erfolgreiche Versuche. Heute sind die Dinge anders. Heute haben beide Supermächte ein zwar qualitativ und quantitativ noch unterschiedliches Potenzial, aber es reicht aus zur gegenseitigen Vernichtung. Beide haben die Fähigkeit, einen Erstschlag auszuteilen, beide die Fähigkeit, einen Erstschlag auszuhalten und einen Zweitschlag dann sozusagen einen Second Strike durchzuführen. Und das verändert die militärische Situation für beide Seiten innerhalb der letzten 20 Jahre ganz gewaltig. Und zwar zugunsten der Sowjetunion und zu Ungunsten der Amerikaner. Wenn man als Ausgangspunkt etwa das Jahr 1948 oder 49 oder 50 nimmt. Das heißt, dass Sie die jetzige Situation für den Westen sogar für negativer ansehen als die Situation vor 15 Jahren. Ich möchte nicht sagen, dass unsere Sicherheit unmittelbar bedroht ist. Aber der militärische Spielraum der Amerikaner, Garantien zu geben und Garantien einzuhalten, und zwar ohne eigenes Risiko, wie es damals war, der ist heute wesentlich geringer geworden. Aber Dinge pflegen ja immer, sich irgendwie zu kompensieren. Ich glaube, dass die innere Entwicklung, trotz Tschechoslowakei, trotz des brutalen Eingreifens der Sowjetunion, in diesem Bereich weitergeht und einfach auf die Dauer nur verlangsamt, aber nicht total aufgehalten Sie glauben also, dass es auch nach Prag im Ostblock noch etwas gibt, das den Namen Liberalisierungsprozess verdient? Man kann mit Bajonetten vieles machen. Man kann beinahe alles machen. Früher sagte man Bajonette, heute Panzerketten. Aber man sagt auch, man kann auf Bajonetten auf die Dauer nicht sitzen. In Bonn, Herr Strauß, ist in den letzten Wochen aus naheliegenden Gründen die Absicht betont worden, das NATO-Bündnis neu zu festigen. Gelegentlich schwang dabei, so schien es mir jedenfalls, die Hoffnung mit, der Schock über Prag habe das westliche Bündnis bereits wieder zusammengefügt. Teilen Sie diese Auffassung? Glauben Sie, die Prager Vorgänge hätten die NATO-Krise schon gelöst? Das glaube ich nicht. Die Prager Vorgänge haben einen Schock ausgelöst und wie immer kommt dann schnell das Geschrei. Wir waren nicht vorbereitet darauf. Unsere Nachrichtendienste haben versagt. Auch das stimmt nicht einmal. Die NATO-Alarmmaßnahmen haben versagt. Auch das stimmt nicht. Das ist dann die hysterische Reaktion derer, die sich jäh in eine Wirklichkeit zurückversetzt fühlen, in die sie aus ihrer Traumwelt sozusagen abberufen worden sind. Die NATO hat in keiner Weise versagt. Die Nachrichtendienste haben auch nicht versagt. Wir wussten, dass hier eine gewaltige militärische Druckkulisse aufgebaut war. Wir wussten ungefähr, in welcher Größenordnung. Wir wussten die Schwerpunkte. Das wussten alle westlichen Nachrichtendienste und die Empfänger ihrer Informationen. Nur eines wussten wir nicht. Wird aus der Druckkulisse eines Tages militärische Aktion oder nicht? Dieser Entschluss ist sicherlich schon vor langer Zeit als möglich vorbereitet worden. Aber er ist erst ganz kurz vor Ablauf der Ereignisse wirklich gefasst worden. Und so etwas kann man auch nicht auf dem nachrichtendienstlichen Wege innerhalb weniger Stunden klären. Aber die NATO-Krise, da wo sie politischen Charakter hat, die ist nach Ihrer Auffassung durch die Vorgänge in der Tschechoslowakei keineswegs gelöst. Nein. Was ist die NATO-Krise? Ich hatte vor wenigen Wochen eine für mich erstaunlich lange Unterhaltung mit dem amerikanischen Außenminister, der anlässlich meines Besuchs in Washington den alten Gedankenaustausch, der sich jetzt also schon über eine Reihe von Jahren hinzieht, wieder einmal fortgesetzt hat. Und er sagte dabei zu mir, ihr Europäer seid eigenartig. Wir haben euch zwar nahegelegt, gegenüber dem Osten etwas konzilianter und entspannungsbereiter zu sein, aber ihr seid in eine Entspannungseuphorie verfallen. Wir Amerikaner geben uns trotz allen Bemühungen
gar keinen Illusionen hin, wie ernst und hart die Dinge in Wirklichkeit noch liegen. Und die NATO-Krise kommt nicht zuletzt davon her, dass man in Europa gerne das glaubte, was man wünschte, nämlich dass es keine akute militärische Gefahr mehr gäbe. Darum traue ich auch dem Argument nicht, dass die Sowjetunion, wie durch ihre Botschafter jetzt wiederholt versichert worden ist, in Washington, London, Paris, Bonn, auf keinen Fall ihre Interessensphäre, die von Jalta gezogene Demarkationslinie, überschreiten werde. Ich glaube es auch nicht, dass sie überschreitet. Aber ich würde darauf nicht Existenz und Zukunft unseres Landes und unseres Kontinents aufbauen. Vor fünf Wochen noch haben wir gehört, Tschechoslowakei ist zwar beunruhigend für die Sowjets, hier ist etwas im Gange, aber ein Eingreifen mit militärischen Kräften, völlig ausgeschlossen. Dinge sind weitergegangen. Was damals in Ungarn war, das wird sich nicht wiederholen. Auch in der Sowjetunion, Liberalisierungsprozess. Ich glaube auch, dass hier ein gewisser Bewusstseinswandel sich in den breiten Massen des Volkes angebahnt hat. Aber kaum haben die sowjetischen Panzerketten diese Illusion buchstäblich auf den böhmischen Straßen zermahlen und zerstampft, kam das andere Argument. Auf keinen Fall werden sie diese Grenze überschreiten. Wenn die Sowjetunion eine rationale Politik treiben würde, eine rational und ethisch fundierte Politik, dann wäre das richtig zu sagen, sie würden auf keinen Fall in der Tschechoslowakei jemals eingreifen. Vielleicht Zähne knirschen, zusehen, Esel verlangsamen, aber nicht mit militärischer Gewalt inhibieren. Und genauso wenig wie hier das rational-ethische Argument stichhaltig war, genauso wenig ist es im anderen Fall. Ich glaube nicht, dass sie es tun werden. Aber die Vorbereitung dafür, dass sie es nicht sollten sehr ernst genommen werden. Wir werden, Herr Minister, auf die Frage der gegenseitigen Respektierung der Interessengebiete zwischen Washington und Moskau noch zu sprechen kommen. Ich würde im Moment noch gerne bei der NATO-Krise bleiben. Frankreich hat sich aus der NATO schon weitgehend gelöst. Und im nächsten Jahr, wenn zum ersten Mal die Verlängerung des NATO-Vertrages fällig ist, kann es sich noch weiter lösen. Ich vermute, es wird dieses tun, trotz allem. Mit welcher Haltung de Gaulles rechnen Sie nach den Ereignissen dieses Sommers? De Gaulle ist wohl ein Mann, der ungern eine Änderung seiner Haltung oder eine Notwendigkeit für die Änderung seiner Haltung zugibt. Das heißt aber nicht, dass er nicht fähig wäre, Konsequenzen aus Einsichten zu ziehen, ohne sie formell vor aller Öffentlichkeit zu demonstrieren. Ich möchte hier gar kein negatives Wort gegen einen Mann sagen, der immerhin zu den Großen dieses Jahrhunderts zählt. Ich glaube, dass gewisse Grunderkenntnisse, die er in Europa zum ersten Mal gezogen hat, jedenfalls laut und öffentlich gezogen hat, durchaus richtig sind. Nämlich ein unabhängiges Europa zu schaffen. Ein Europa, das nicht an den Rockschößen der Amerikaner hängt. Ein Europa, das seine historische Funktion wieder erfüllt, statt nur gewissermaßen geografischer Schauplatz für eine Demarkationslinie zu sein, die ohne europäischen Einfluss im Jahre 1945 von Amerikanern und Russen in Jalta vereinbart worden ist. Aber ich glaube, dass zwei Dinge einfach nicht mehr stimmen heute. Nämlich, dass irgendein europäischer Staat, er mag heißen, wie er will, seine Geschichte mag noch so glorreich sein, seine Tradition noch so ruhmreich sein, in Moskau heute noch als ebenbürtige Größenordnung anerkannt wird. Sie glauben, die Entwicklung der französischen Atomstreitmacht wird daran nichts ändern, solange dies eine französische bleibt? Die französische Atomstreitmacht hat einen begrenzten militärischen Wert. Sie hat eine große politische Bedeutung. Glauben Sie, dass de Gaulle sich nach den Ereignissen dieses Sommers, wenn auch nicht verbal, so doch faktisch der NATO wieder nähern wird? Ich bin kein Kaffeesatzleser. Die alten Etrusker hätten gesagt Leberbeschauer. De Gaulle weiß ganz genau, dass Frankreich militärisch hoffnungslos verloren ist, wenn die Sowjets den Entschluss fassen würden, eine radikale militärische Lösung anzustreben. Er spekuliert für diesen Fall mit einer amerikanischen Intervention nach dem berechtigten Glauben, die Amerikaner können Europa gar nicht aufgeben. Und auf dieser
Annahme, dass die Sowjets es wahrscheinlich nicht tun werden, aber die Amerikaner auf alle Fälle zur Hilfe bereitstehen, baut er ja seine Politik des Übergangs zu einem unabhängigen Europa auf. De Gaulle würde bestimmt nicht wünschen, dass wir mit der NATO dasselbe machen, was er getan hat. Und das kennzeichnet vielleicht am deutlichsten Motive für seine Handlungsweise und die Grenzen. Ich komme nun auf Ihre Konzeption, Herr Strauß, auf Ihre Konzeption von einer gesamteuropäischen Politik auf lange Sicht zurück. Sie haben schon gesagt, dass Sie sich durch das Moskauer Vorgehen in Ihrer Lagebeurteilung mehr oder weniger bestätigt sehen. Glauben Sie, dass die Ostpolitik der Großen Koalition von einer grundsätzlich falschen Einschätzung der Gegebenheiten ausgegangen ist? Ich weiß nicht, ob alle Anhänger dieser Politik, zu denen ich auch gehöre, die gleichen Erwartungen und die gleichen Zielsetzungen damit verfolgt haben. Wenn ich heute mich rückschauend fragen würde, war es richtig, mit Rumänien diplomatische Beziehungen aufzunehmen, würde ich sagen, ja. Ich war über viele Jahre hinweg, als die Verhältnisse noch dafür sprachen, ein Anhänger der Hallstein-Doktrin alter Prägung. Ich bin auch heute noch ein Anhänger der Hallstein-Doktrin, aber selbstverständlich in Anpassung an den Gang der Ereignisse. Ich halte es für richtig, dass wir systematisch den Versuch unternehmen, nicht unter Billigung der Herrschaftsformen, aber unter ihrer Respektierung und faktischen Hinnahme, das Verhältnis zu diesen Völkern zu bessern. Und wenn wir mit Rumänien angefangen haben, wo wir also keine unmittelbaren Probleme haben, war das richtig. Wir mischen uns nicht in die innerrumänischen Verhältnisse ein, und die Rumänen mischen sich bei uns nicht. Denn die Rumänen fühlen sich auch bestimmt von uns nicht bedroht. Das haben sie ja sogar offen mehrmals erklärt. Es war richtig, die diplomatischen Beziehungen mit Belgrad wiederherzustellen. Es war richtig, die Handelsmissionen in Bulgarien, Ungarn, Polen zu errichten. Und zum Schluss auch in der Tschechoslowakei. Wir müssen mit diesen Völkern nicht nur einen Modus vivendi finden, recht und schlecht zusammenleben, sondern wir müssen diese Völker als Bestandteile einer größeren europäischen Architektur sehen, auch wenn sie in absehbarer Zeit gar keine politischen Formen in dieser Größenordnung annehmen kann. Aber wir müssen auch wissen, dass bei diesem Versuch, Europa wieder zu versöhnen, wieder zusammenzuführen, Moskau unser erbitterter Gegner ist. Wir haben sicherlich nicht die Absicht damit verfolgt, sozusagen unter der Hand die Polen und die Tschechen und die Ungarn aus der sowjetischen Umarmung sozusagen auf dem Wege der List oder der Schleue oder einer boshaft angelegten Politik zu befreien. Aber jede Annäherung dieser Völker an den Westen, was gar nicht jetzt militärischen oder unmittelbar politischen Sinn zu haben braucht, ist zwangsläufig ein Verstoß gegen die Moskauer Machtinteressen in der Sicht der kommunistischen Herrschaft von dort. Halten Sie es also für eine Illusion, dass Außenminister Brandt versucht hat, sowohl mit den osteuropäischen Staaten als auch mit Moskau gleichermaßen und gleichzeitig in ein Entspannungsgespräch hineinzukommen? Ich kann nur ein Fazit ziehen. Und dann meinen Sie, habe es sich... Hätten wir es mit Moskau nicht versucht, dann würden uns nicht nur die Moskauer, sondern auch andere vorwerfen, ihr betreibt ja eine ganz raffinierte Politik, indem ihr die Bundesgenossen, die gar nicht so freiwillig sind, gegen ihren Schutzherrn und man kann auch heute wieder sagen, Gefängnisaufseher aufhetzt. Ein Vorwurf, schon der deshalb, Ihnen gelegentlich gemacht worden ist, als ob dieses Ihre politische Absicht sei. Schon deshalb war es richtig, mit Moskau es zu versuchen. Wer aber erwartet hat, dass Moskau darauf eingeht, der ging allerdings von falschen Voraussetzungen aus und hat falsche Zielsetzungen verfolgt. Ich habe mich einmal sehr drastisch ausgedrückt. Ich benutze die Gelegenheit gerne, um es in ganz kurzen Stichworten nochmal zu sagen. Wenn wir heute Moskau Folgendes anbieten würden, Austritt aus allen europäischen Organisationen, Austritt aus der NATO, Abbau der Bundeswehr, praktisch Abschaffung der Bundeswehr, 100 Jahre Neutralisierung, 100 Jahre Demilitarisierung,
Und dazu noch internationale Kontrolle. Und dazu noch Verzicht auf die deutsche Wiedervereinigung bis zum Jahr 2000. Thema wird bis dahin überhaupt nicht mehr von uns erwähnt. Und dazu noch, ne, sagen wir einmal 100 Milliarden Mark, Liquidation des Zweiten Weltkrieges, Investitions-, nicht nur Darlehen, sondern einfach Investitionszahlungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Sowjetunion. Ein gewaltiges Angebot. Sie haben dies in Ihrem Buchentwurf für Europa. Mehr kann man ja überhaupt nicht anbieten. Und wir würden nur verlangen, lassen wir die Zone als selbstständigen Staat, aber mit derselben inneren und äußeren Freiheit wie das heutige Österreich, das ja auch einmal früher ein Teil Deutschlands war, einer größeren Reichsform war. Was wäre die Moskauer Antwort? Die wäre, Kameraden, ein großartiger Gedanke, was ihr da habt. Macht einmal alles. Dann unterhalten wir uns über den letzten unbedeutenden Punkt vielleicht später in einer besseren Atmosphäre wieder. Selbst dieses Angebot, bei dem wir alles opfern würden, was wir überhaupt opfern könnten, würde bestimmt nicht zur inneren Autonomie der Zone im Sinne von freien Wahlen, Pressefreiheit und so weiter führen. Sie haben dieses, was Sie eben noch einmal zusammengefasst haben in Ihrem Buch Entwurf für Europa ausgeführt. Und ich muss an der Stelle nun fragen, da Sie in Ihrer Grundkonzeption stets die Veränderung der bestehenden Verhältnisse in Europa als oberstes Ziel erklärt haben, mit friedlichen Mitteln und in einer langen Zeit, wie Sie gesagt haben. Aber am Ende eben doch die Vereinigten Staaten von Europa und nicht nur von Westeuropa stehen sollen als gleichberechtigter Gesprächspartner zwischen Amerika und der Sowjetunion. Müssen Sie nicht unter diesen Umständen einräumen, dass ein solches Konzept vom Moskauer Standpunkt aus darauf abzielt, den sowjetischen Kriegsgewinn rückgängig zu machen? Wenn ich Moralist wäre, würde ich sagen, ich schaudere vor dem Wort Kriegsgewinn. Das klingt so ganz nach imperialistisch-kolonialistischem Zeitalter. Halten Sie die sowjetische Politik von solchen Erwägungen für gänzlich frei? Eben nicht. Es ist nicht nur Kriegsgewinn. Ich teile Ihre Auffassung. Das Wort Kriegsgewinn ist schon mit Recht angewandt. Aber ich teile Ihre Auffassung. Und hier handelt es sich doch um zwei Komponenten einer ein und derselben Politik. Das eine ist die ideologische Komponente. Die Reinheit der kommunistischen Lehre in der jeweils weiterentwickelten Form muss aufrechterhalten werden. Wenn hier Versuche einer Symbiose gemacht werden, wie es in der Tschechoslowakei geschehen ist, dann führt das zum Schluss zum Zusammenbruch des Kommunismus, jedenfalls in der Meinung der sowjetischen Machthaber. Aber eine zweite Komponente sollten wir genauso ernst nehmen, vielleicht noch ernster. Die Sowjets haben sich um die Sympathien ihrer kommunistischen Freunde in der Welt, ich sage jetzt ein fast unanständiges Wort, einen Trick gekümmert. Die waren nicht so dumm, nicht zu wissen, dass ihr Eingreifen in Prag eine ganze Menge Lärm, eine ganze Menge Ärger, eine ganze Menge Verachtung und Verdammung für sie mit sich bringen würde. Das hat sie in keiner Weise gekümmert, wenn es um die Erhaltung der Machtposition geht. Und man soll nicht übersehen, dass schon Bismarck sich darüber völlig im Klaren war, dass die damaligen Großmächte, Frankreich, Russland, damals Österreich, Ungarn, England vielleicht noch am wenigsten, die Entstehung eines zentraleuropäischen deutschen Reiches nicht gewünscht haben. Für sie war Preußen eine koalitionsfähige und manipulierbare Größe, als Bundesgenosse sehr begehrenswert, aber geografisch nach Volkskraft und Militärkraft innerhalb von Grenzen, die sie für erträglich oder für jedenfalls akzeptabel gehalten haben. Mit der Schaffung des Deutschen Reiches begann für Bismarck auch mit Recht der Albtraum der großen Koalition, der West-Ost-Koalition gegen dieses Deutschland. Die Nachfahren haben es nie begriffen. Die haben das Bündnis prompt zustande gebracht. Hitler in geradezu in Perfektion es wieder aufleben lassen. Und es ist nicht erst vielleicht die Folge des Zweiten Weltkrieges, dass die Sowjets Kriegsbeute behalten wollen. Europa bis zur Elbe. Bisher hat noch jeder Staat, der einen Krieg gewonnen hatte, unabhängig von seiner inneren Verfassung und seiner Ideologie, die ihn trug, am Ende seine Kriegsbeute behalten wollen.
Nun ja, die muss aber nicht gerade in territorialem Gewinn und in der Unterdrückung von Menschen bestehen. Natürlich haben auch die Amerikaner ihre Kriegsbeute behalten, aber das äußert sich in ganz anderen Formen. Aber wenn das zaristische Russland den Ersten Weltkrieg, sagen wir im Jahre 1914, gewonnen hätte schon, russische Truppen bis Berlin vorgedrungen wären, müsste man sehr ernsthaft mit der Möglichkeit rechnen, dass das damalige Russland mit der Hauptstadt Petersburg seine Machtposition im Herzen Europas aufrechterhalten hätte. Das ist ein historischer Prozess, dass die Peripherie nicht wünscht, dass ein stärkeres Zentrum zustande kommt. Gut, wenn dieses so ist, räumen Sie dann ein, dass Ihre politische Grundauffassung, Herr Strauss, vom Moskauer Standpunkt aus als ausgesprochen Moskau-feindlich angesehen werden muss. Die war bestimmt nicht so gemeint. Ihre Konzeption? War bestimmt nicht so gemeint. Aber denn, vom Moskauer Standpunkt aus muss sie so wirken. Denn ohne mir hier Illusionen zu machen, dass wir etwa wieder eine Politik des klassischen Bündnisses zwischen Deutschland und Russland machen könnten. Dafür sind die Zeiten ja jedenfalls etwas weitergegangen. Ist für uns im übertragenen Sinn des Wortes Russland ein Nachbar, mit dem wir leben und mit dem wir so gut wie möglich leben müssen. Ich stelle nur eines fest, was für mich geradezu überraschend, ich möchte nicht sagen bestürzend ist. Ich habe vor es sind schon 3 Jahre jetzt, damals mit einem britischen Journalisten dieses Buch Entwurf für Europa, Design of Europe besprochen. Wir haben es dann gemeinsam zu Papier gebracht, aus dem Tonband in ein einigermaßen geschliffenes Englisch und später ein lesbares Deutsch gebracht. Und zwar in der Absicht, meine Politik zu interpretieren in der Weise, dass ich nicht die Wiederherstellung eines Großdeutschen Reiches etwa anstrebe oder eines Deutschen Reiches als eines unabhängigen nationalen Machtgebildes anstrebe, sondern dass wir ehrlich bereit sind, die wesentlichen Souveränitätsrechte, Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, auf eine europäische Gemeinschaft zu übertragen, das heißt auf eine Gesellschaft, in der wir die Minderheitsaktien haben. Seit einigen Monaten erlebe ich jetzt, dass von Seiten der Moskauer Propaganda und ihrer Helfershelfer geradezu eine trommelfeuerartige Agitation gegen dieses Buch getrieben wird. Dieses kleine, fast, würde ich sagen, gegenüber anderen politischen Publikationen unbedeutende Buch. Ich bekomme jetzt beinahe jeden Tag auf den Schreibtisch irgendeine Zitierung dieses Buches in der SPZ, in Moskau, in anderen kommunistischen Propagandaorganen. Hier ist das klassische Rezept des Herrn Strauss, der großdeutschen Machtpolitik, die nunmehr ganz Europa umfassen soll. Das bringt mich aber nicht zu der Auffassung, dass ich mit dem Buch etwa einen Fehler gemacht hätte, unbelehrbar, wie alle Politiker sind, sondern es bringt mich zu der Auffassung, dass Moskau sich heute gegen eine ernsthafte europäische Einigung, die ja den Untergang des Deutschen Reiches gewissermaßen darstellt oder seinen Übergang darstellt, sich einzuschießen beginnt. Herr Strauss, ich kann mir auch vorstellen, warum. Der Westen hat aus wohlerwogenen, guten Gründen in der Tschechoslowakei nicht eingegriffen. Bisher haben Washington und Moskau das jeweilige Einflussgebiet des anderen stets respektiert. Wenn das so ist und sein muss, kann man dann die Veränderung des Status quo überhaupt verlangen? Gerade deshalb. Ich halte es auf die Dauer für erstens nicht haltbar, auch für viel zu gefährlich und schlechthin für unerträglich, dass eine ohne europäische Mitwirkung, wenn ich von der bescheidenen Rolle Großbritanniens als Juniorpartner absehe, ohne europäische Mitwirkung geschaffene Demarkationslinie, ich meine damit die Konferenz von Jalta, dann gewissermaßen für unabsehbare Zeiten, für den Rest der irdischen Daseinssphäre gewissermaßen unvermeidbare Zukunft darstellt. Die Antwort auf die Jalta-Demarkationslinie heißt ja für Westeuropa politischer Zusammenschluss, für Gesamteuropa Wiederversöhnung, Zusammenarbeit, menschlich, wirtschaftlich, politisch. Ich denke nicht in Organisationsformen eines Großeuropa vom Atlantik bis zum Urwald sozusagen.
Das sind Träume oder Formeln, von denen ich muss es leider sagen, nicht viel halte. Aber was könnte denn die Antwort sein? Soll denn die Demarkationslinie von Jalta, die Absprache zwischen Russland und Amerikanern, gewissermaßen den Rest des irdischen Daseins ausfüllen für uns Europäer? Das ist doch völlig unnatürlich. Moskau will die Veränderung dieser Demarkationslinie nicht. Und Washington hat es... Jedenfalls nicht nach einer Richtung hin. Richtig. Und Washington hat es bisher ganz praktisch gefunden, sich mit Moskau darüber einigen zu können, dass man über die europäischen Probleme nicht weiter ins Gehege sich kommt, sondern am Status quo festhält. Wenn dieses so ist, ist das dann nicht doch immerhin für Westeuropa bisher eine Friedensgarantie gewesen? Das war bisher eine faktische Friedensgarantie, von der man nicht weiß, ob sie immer halten wird. Halten Sie für denkbar, dass sich Westeuropa nach den jüngsten Erfahrungen auf einen begrenzten europäischen Ost-West-Krieg einzustellen hat? Ja, von diesem begrenzten Krieg reden manche Leute. Ich halte gar nichts davon. Das könnte das Ende Europas sein. Ich habe aus meiner militärischen Meinung nie ein Hehl gemacht, dass Europa von der Politik No War, kein Krieg, lebt. Die Theorien, dass man einen begrenzten Krieg unter Umständen in Kauf nehmen müsste, um Schlimmeres zu verhindern, die scheinen mir sehr, sehr wackelig und rissig zu sein. Ich bin der Meinung, in Europa darf es zu keinem Krieg kommen, das sagt ja jeder. Das ist ein billiges Schlagwort. Ich bin auch der Meinung, in Europa wird es zu keinem Krieg kommen, solange mit jeder Form kriegerischer Handlung ein unkalkulierbares Risiko verbunden wird. Die Sowjets sind militärisch keine Hasardeure. Auch das, was sie in Prag gemacht haben, war militärisch kein Hasardspiel. Es war politisch ein nicht ganz gelungenes Abenteuer. Aber militärisch war für sie keinerlei Risiko drin. Das wussten sie von vornherein. Sie haben von vornherein sich vergewissert, dass die Amerikaner gar nichts tun werden dagegen. Das stand so sicher wie 2x2, 4. Aber wir wissen, dass es gewissermaßen zum Wesen der russischen Militärdoktrin gehört. Auch im Atomzeitalter und da vielleicht noch mehr als sonst. Kein echtes Risiko einzugehen. Und wenn man einen potenziellen Aggressor mit einem unkalkulierbaren Risiko gewissermaßen konfrontiert, wird er nach menschlichem Ermessen gar nichts tun. Die Gefahr beginnt bei uns anderswo. Die Gefahr würde bei uns beginnen in einem deamerikanisierten Europa, für das ich nicht bin. Ich bin nur für ein gleichwertiges Europa gegenüber Amerika, aber im Bunde mit USA. Das Risiko würde beginnen mit einem deamerikanisierten Europa, einem denuklearisierten Europa, einer atomwaffenfreien Zone Europa und einem Amerika, das jenseits des Atlantiks zuschauend in der Wahl A, die Europäer ihrem Schicksal zu überlassen oder die Selbstvernichtung zu riskieren, sich für das Erste wahrscheinlich entscheiden würde. Lassen Sie mich einmal zusammen. Weiß nicht, ob ich mich klar genug ausgedrückt habe. Da beginnt das Risiko für uns. Wir diskutieren hier nicht, ich frage. Lassen Sie mich zu einer Frage noch einmal zusammenfassen. Sie sagen, es kommt darauf an, auf lange Sicht und mit friedlichen Mitteln die Verhältnisse Europas zu verändern, also den Status quo zu überwinden. Und zwar zunächst im Westen. Jawohl. Moskau widersetzt sich dem, weil es darin eine Bedrohung seiner Kriegsgewinne sieht. Washington hat es nützlich gefunden, in dem Maße, in dem es an anderen Stellen der Welt engagiert wurde, sich mit Moskau darüber zu einigen, dass man in Europa am Status quo festhält. Soweit die Zusammenfassung. Richtig. Wie will nun Strauss gegen diesen sowjetisch-amerikanischen Akkord seine Konzeption in Gang setzen? Wie soll sie beginnen, ohne dass damit das Risiko eines Konflikts in Europa erhöht wird? Da darf ich zunächst sagen, die Art und Weise, wie sich Westeuropa politisch organisiert, ist unsere Angelegenheit. Das ist weder amerikanische Verantwortung noch sowjetische Zuständigkeit. Wir schreiben ja auch den Sowjets nicht vor, wie sie ihren Bereich organisieren. Wir wollen es auch gar nicht tun. Wenn wir heute, sei es 5, sei es 6, sei es 7, sagen wir einmal Frankreich, Deutschland plus möglichst viele. Ich gebrauche bewusst diesen Ausdruck. Ja.
sich über eine Konföderation zu einer Föderation zusammenschließen. Ein Prozess, der schon einmal unterwegs war, der schon einmal im Gange war, dann wieder nicht nur durch de Gaulle wieder aufgehalten worden ist. So ist das unsere europäische Angelegenheit. Das richtet sich weder gegen USA, richtet sich in keiner Weise gegen die Sowjetunion oder gegen unsere östlichen unmittelbaren Nachbarn. Das möchte ich sogar, wenn es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben hätte, als unvermeidbar und lebenswichtig notwendig bezeichnen. Wissen Sie warum? Weil in der Welt von heute und von morgen nur mehr kontinentale Größenordnungen auf wissenschaftlichem, technischem, industriellem Gebiete sich an der Spitze behaupten können. Der große Raum, die große Bevölkerungszahl, und zwar fähiger, entwickelter, leistungsfähiger, intellektuell hochstehender Menschen, die wirtschaftlich-finanzielle Leistungskraft, erlauben heute die Dimensionen der Großforschung, der großtechnischen Entwicklung mitzuhalten. Wir Europäer können uns heute nur mehr auf Teilgebiete beschränken, weil wir einfach zu klein sind dafür. Für uns kommt der Zwang zur größeren Organisation aus den Dimensionen dieses Jahrhunderts, nicht einmal aus militärisch-politischen Gründen etwa allein, auch aus diesen. Kommt aber noch etwas hinzu. Als ich jetzt in den USA war, da schlich ein Gefühl gewissermaßen durch alle Gespräche. Und die heißt, müssen denn wir Amerikaner uns so belasten? Wir sind ja überbelastet auf der ganzen Welt. In Asien mit diesem schrecklichen Vietnamkrieg und in Korea stehen wir und in Okinawa und für Japan müssen wir einstehen. Ich habe mehrmals gesagt, aus guten Gründen. Das war die Rolle, die ihr ja 45 euch angemaßt oder zugedacht habt. Und in Europa stehen wir auch. Wir sind, ich gebrauche wörtlich den Ausdruck, den ich gehört habe, overcommitted, überbeansprucht. Sage ich, ja, die Klage mag wohl berechtigt sein, aber wo liegt die Änderung? In Vietnam kann euch kein anderer helfen. In Korea wird euch niemand ersetzen. Und anderswo in der Welt nach dem britischen Rückzug aus den Gebieten jenseits des Suezkanals auch niemand. Das einzige Gebiet, wo es die Voraussetzungen für eine Entlastung der Amerikaner gibt, ist Europa, weil die Europäer, wenn sie ihre nationalstaatliche Kleinorganisation, ihre Schrebergärtner-Dasein, ihr Glück im Winkel-Idyll aufgeben, potenziell nach Größe und vor allen Dingen Bevölkerungszahl und industrieller Kapazität alle Voraussetzungen haben, im Konzert der Großen wieder eine angemessene Rolle einzunehmen und die Amerikaner zu entlasten. Ich habe immer meinen amerikanischen Gesprächspartnern gesagt, eure Frage, werden die Europäer uns entlasten eines Tages in Ostasien oder in Lateinamerika oder in Afrika? Ich sage, wirtschaftlich vielleicht ja, Entwicklungshilfe ja, militärisch bestimmt nicht. Seid nur froh, wenn eines möglich wäre, dass euch die Europäer in Europa militärisch entlasten. Dass wir Weltpolitik treiben im Sinne Pazifik oder Indischer Ozean. Strauß, westeuropäische Atomstreitmacht. Dieses würde in einem stärkeren Maße als jeder andere bisher diskutierte Plan, etwa die multilaterale Atomstreitmacht des Atlantikpaktes, in einem stärkeren Maße als jeder andere bisher diskutierte Plan eine westdeutsche Beteiligung an einer Nuklearmacht bedeuten. Wie wollen Sie in diesem speziellen Punkte der europäischen Atomstreitmacht und ganz allgemein, wie wollen Sie Moskau verständlich machen, dass diese ihre Politik nicht zum Zurückdrängen Moskaus, zum Zurückgewinnen der Kriegsgewinne Moskaus, sondern zu einer Konsolidierung Europas in einem anderen Status bestimmt ist. Wie wollen Sie Moskau verständlich machen, dass Ihre Politik, Herr Strauß, nicht eine Anti-Moskauer Politik ist? Wie wird Moskau uns verständlich machen, dass seine Politik nicht die Politik der neokolonialen Unterdrückung unserer östlichen Nachbarn und in ihrer langfristigen Zielsetzung nicht eine Politik der Beherrschung ganz Europas und der Kontrolle über alle Europäer ist. Möglicherweise haben wir es nötiger, Moskau uns verständlich zu machen, als es die Moskauer nötig haben, sich uns verständlich zu machen. Es,
Es mag sein, weil Macht zum Teil auch über Moral und Recht entscheidet. Aber ich gehe von der hoffentlich weit verbreiteten Auffassung aus, dass wir eine Politik unserer europäischen, ich differenziere nicht zwischen deutscher und europäischer Interessenlage, denn die deutsche Interessenlage entspricht der europäischen. Ich habe die Vorstellungen von nationaler Souveränität, von Wiederherstellung eines unabhängigen deutschen Reiches zwischen Westen und Osten, wie fast jedermann, der politisch informiert ist, weiß, längst über Bord geworfen. Ich bin ein deutscher Europäer und ein europäisch denkender Deutscher. Vielleicht mit weiß-blauem Hintergrund. Sie meinen, es käme darauf an, dass Europa seinerseits sich zum Fürsprecher einer solchen Veränderung des Status quo macht, auch in Moskau? Na, ist es denn natürlich, dass die Nachbarvölker der Sowjetunion für immer der Fähigkeit beraubt sein sollen, ihre innere gesellschaftliche Form nach den Grundsätzen des Selbstbestimmungsrechts entscheiden zu dürfen? Ist denn das natürlich? Wenn wir sagen, wir reden gar nicht über Grenzfragen, dass wir Deutsche als eine Nation zusammenleben wollen, ist ein legitimes Ziel, bei dem sogar Moskau kein schlechtes Gewissen hat, wenn es Nein sagt. Und andererseits müssen wir als historische Realisten einsehen, dass die Wiederherstellung eines deutschen Machtzentrums, selbst wenn es keine Atomwaffen hätte und fast kein Militär hätte, schon aus Gründen der Geografie, aus Gründen der wirtschaftlichen und finanziellen Potenz von Westen und Osten mit skeptischen Augen betrachtet wird. Das sehe ich ja ein. Darum meine ich, dass dieses westliche Deutschland, genannt die Bundesrepublik, den ersten Schritt tun sollte, wir haben ja die Bereitschaft dazu erklärt, seine Souveränitätsrechte in einer europäischen Organisation aufgehen zu lassen, an deren Spitze es ja nicht unbedingt den Außen- oder Verteidigungsminister stellen muss. In der es aber mit seiner ganzen Potenz vertreten wäre. Ja, wir können aber doch nicht sagen, der gegenwärtige Zustand ist ideal und muss für immer erhalten bleiben. Die Meinung habe ich nicht. Wir können auch nicht sagen, da wir in Europa so gewichtig sind, dass wir als Mitglied der Vereinigten Staaten von Europa gewissermaßen ein Übergewicht haben, soll man das Deutsche Reich wieder anstreben. Da kommen wir doch noch mehr in den Irrgarten der Illusionen hinein. Der jetzige Zustand ist unerfreulich. Die Wiederherstellung des Deutschen Reiches, nach allen geschichtlichen Wahrscheinlichkeiten, wohl nicht erreichbar. Und unser Aufgehen in Europa nicht wünschenswert, weil unsere Nachbarn uns als ein zu starkes Glied empfinden. Ich meine, das ist ja doch die Quadratur des Zirkels. Nur der Hypothese wegen. Ein sich abfinden mit dem Status quo, um auf diese Weise Moskau bereit zu machen, gegenüber dem Westen verständigungsbereiter zu sein, weil es seinen Besitzstand nicht mehr gefährdet sieht durch westliche Politik? Das halte ich für eine, nehmen Sie mir jetzt nicht übel, Herr Gauss, eine überintellektuelle Theorie. Wir haben doch jetzt erlebt, dass Moskau die Politik der Regierung Kiesinger für gefährlicher und für weniger erträglich hält als die Politik Adenauers. Weil sie natürlich als wir angefangen haben, auf eine Überwindung des Moskau hat geschossen gegen die Hallstein-Doktrin aus allen Rohren. Wir haben gesagt, gut, Hallstein-Doktrin hin, Hallstein-Doktrin her. Wir wollen sie pragmatisch modifizieren. Wir fangen an, unbeschadet der Herrschaftsform, mit den Rumänen, mit neue Beziehungen, Wiederaufnahme mit Belgrad, Angebot an die Tschechoslowakei. Wir haben uns überhaupt nicht gekümmert, ob das Stalinisten sind oder Reformkommunisten sind. Diese Politik wird jetzt von Moskau als besonders maliziös, als besonders gefährlich, als besonders bösartig empfunden. Daraus kann man Schlussfolgerungen ziehen. Nämlich als eine Politik, die auf die Veränderung des Status quo abzieht. Ja, zuerst hat man Adenauer gesagt, er will brutal den Kommunismus ausrotten. Kreuzzug, Rollback gemeinsam mit seinem Freund Foster Dulles. Jetzt sagt Kiesinger, Frieden, Entspannung, die sollen ihre Verhältnisse selbst entscheiden, was geht das uns an. Wir wollen in guter Nachbarschaft leben. Das wird jetzt als besonderes finsterer Anschlag empfunden. Warum denn? Weil es für die Sowjets immer schwerer wird. In der Tschechoslowakei hat er das gezeigt.
in ihrem Herrschaftsbereich die Propagandawaffe anzusetzen, dass die Deutschen eine gefährliche, militaristische, angriffsbereite Bestie seien. Das war doch das Bild, das man von uns gezeichnet hat. In der Tschechoslowakei lockt man doch heute, ich hätte beinahe derb gesagt, keinen Hund mehr hinterm Ofen vor. Wenn ich Stimmen höre, Hitler war unser Feind, wir wussten das und er hat uns als Feind behandelt. Das war schmählich, wir leiden heute noch darunter. Aber dass uns ein Bruder und Freund so behandelt, das hat uns im Herzen noch tiefer getroffen, weil wir das nicht erwartet haben. Von Hitler haben wir es erwartet, dass er uns so behandelt. Von unseren Brüdern und Freunden, denen wir so viel verdanken, die Befreiung von Hitler, haben wir es nicht erwartet. Ich sehe darin heute einen Ansatz, nämlich der geschichtlichen Versöhnung zwischen uns und unseren Nachbarn. Die sowjetischen Panzerketten mögen alles zermahlen haben. Freiheit und Reform, auf die Dauer können sie Gedanken nicht zermahlen. Eines haben sie geschaffen, die sowjetischen Panzerketten auf den Straßen Böhmens. Den Prozess der geschichtlichen Versöhnung zwischen dem deutschen und dem tschechoslowakischen Volke. Und der wird länger dauern, als sowjetische Panzerketten malen können.